Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the second channel. Heute mit einem Rap-Battle, mit dem zweiten Rap-Battle der militanten Veganerin. Ich sehe gerade hier, Ehre Mandrius wurde hier zwischenzeitlich etwas nachzensiert. Vielleicht ist deswegen das Video jetzt grün geworden, aber das seht ihr gar nicht. Das Video heißt nämlich auch grün. Ist immer gut zu wissen, dass das Video monetarisiert ist. Ja, wir gehen rein. Keine Ahnung, was die für eine Beziehung zueinander haben. Was ich mir gedacht habe, als du viral gingst, wäre sein IQ bloß so hoch wie sein Cholesterin. Wir haben's jetzt verstanden. Aber die militante Veganerin hängt sich auch wirklich, no front, hängt sich auch wirklich so ein bisschen dran an die Leute, die gerade so im Hype sind. Das ist auch nicht mal front, das ist ja eigentlich eh smart von ihr gemacht. Aber Ehrenmann, Rios, Bruder. Samstag in Krankenhauspflege, Raffaela nach einem Gangbang im Schimpansengehege. Echt das? Boah, es wird so also ehrenlos. Die Beef-Aktion von V-Skills war wirklich respektlos, aber es hat mir die Milch... Ja, stimmt, da hat er ein Beefy ins gebeten, Gesicht gegeben, mich mehr mit Battle-Rap und dem ehrenlos. Gefühl dahinter zu informieren, weil mir viele Leute auch geschrieben haben, das passt da überhaupt nicht rein. Und ich glaube, ich konnte jetzt mehr für mich dazu lernen, was ich auch in Texten zukünftig mache und was ein absolutes No-Go ist. Ah, okay. Ich war sehr zufrieden mit meinem Battle gegen Cheyenne. War sehr, sehr toll. War süß. Es war, war das jetzt notwendig? Wirklich respektlos von ihm. Besonders schockierend fand ich, dass er sich vor Ort nicht mal wirklich entschuldigt hat, sondern dass er die Möglichkeit ergriffen hat, mir dann einfach nur zu sagen, dass er meine Art nicht mag und dass er gar nicht verstanden hat, dass das jetzt die Situation wäre, wo er sich entschuldigen sollte. Aber im Endeffekt sind mir Worte und leere Worte besonders egal, sondern veränderte Handlungen. Das ist das, was zählt. Und er hat leider nach wie vor keinen Respekt vor den Tieren. Ob sie eine Chance gegen mich hat? All in all könnte es schon sein, dass die Militante eine Chance gegen mich hat. Aber selbst wenn sie so ein bisschen eine Chance hat, werde ich sie dann einfach aufessen. Was ist mit dem Hund? Ja. Beim ersten Battle bin ich mit meiner Leistung wirklich zufrieden. Aber ich meine Hund nicht böse. Das ist einfach ein österreichischer Ausdruck für etwas. Gewesen. Also ich habe das Thema ernst rübergebracht, aber auch ein paar witzige Dinge reingehaut und ich glaube, diesmal werde ich noch mehr Spaß rüberbringen können. Was wäre so euer Signature-Move, wenn der jetzt kommt mit der Kamera? Yo, mach jetzt mal was Cooles. Was geht? Heute Rap-Battle, V-Skills. Die Botschaft ernst verpacken können. Ja, also Ehrenmann ja, Marius macht ja wirklich Bildungskontent auf TikTok. Ja, man lernt definitiv, Fall. Wie man in kurzer Zeit sehr viel essen kann. Während mir Jugendliche schreiben, ich bin durch deine Videos vegan geworden, schreiben ihm vielleicht, Marius, ich habe wegen deinen Videos noch 10 Kilo zugenommen und noch weniger Respekt vor den Tieren gelernt. Ja. Das finde ich sehr traurig und ich hoffe, ich kann ihm helfen, das ein bisschen zu ändern. Auch mal so vegan leben wie die militante Veganerin. Puh, eigentlich nicht. Aber eher auch so im Business-Style heute. Ehrenmann Marius, zeig uns mal heute, wie viel Ehre wirklich in einem Tierquäler steckt. Militante, ich bin bereit für das Battle und ich werde das Gleiche machen mit dir, was sie mit den Kühen machen. Warum nennt das was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist V7 und herzlich willkommen bei Big Difference! Yeah, Big Difference! Bin aber hier im Hintergrund. Digga, ist das Jonas Ems? Nee. Angekommen. Ah, schau! Das ist Ehrenmanrios Bruder. Ehrenmanrios Apostroph Bruder. Der war beim letzten Mal im Hintergrund und ich habe gesagt, hä, der schaut voll aus wie Ehrenmanrios. Das ist sein Bruder oder Cousin. Es ist ein Verwandter von ihm. An dem aber das merkt krassesten man ja auch. Battle, was ganz Deutschland erwartet. Ihr habt es einfach in die Bild-Zeitung geschafft. Auf jeden Fall. Ah ne, du nicht, ne? Nur du. Ich bin hier mit der Chain von der militanten Veganerin und Ehrenmann Marius hat nach dem Cheyenne-Battle sie herausgefordert und... Jetzt geht's auf jeden Fall los. Die werden sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Aber bevor wir mit dem Battle starten, checkt auf jeden Fall Rageki, meine Klamottenbrand. Link in der Videobeschreibung. Ja, und ich werde auch mit euch beiden, ne, werden wir eine Reaction drehen. Das wird auch auf dem Kanal rauskommen. Nach 2 oder 3 Tagen. Ne? So. Und wir sind in Kaiser Lounge. Checkt auf jeden Fall ab. Ab 18 Uhr für euch. Let's go. Am Start. Kaiser offen. Lounge. Abchecken. Kommt gerne vorbei in Krefeld. Und Mark, ich will nicht lange Drip. Rumschnacken. Wer fängt an? Du fängst an. Militante Veganerin wird beginnen. Das wird einfach zu legendär. Ich hab richtig Bock. Let's go. Let's go. Ich bin sowas von hyped. Jetzt aber. Jetzt aber. Boah, heftiger Beat. Ja, ich muss lauter. Hör ich jetzt schon. Leise. So, muss ich da jetzt rüber? Ah, da bin ich auch kacke, oder? Da oben.
Ehren, Marius, wie krass, dass du es heute hergeschafft hast, dass dein Herz diesen Lifestyle echt immer noch mitmacht. Fragen uns jedoch, wie du physisch herkamst. Buchst du statt einem Uber jetzt eigentlich einen Kran? Doch Leute, heute bin ich nicht zum Fettshamen da, deshalb spare ich mir mehr Jokes über deine Fassade. Das Hässlichste an dir bist nämlich nicht du als Nackter. Nein, Boy, es ist dein Charakter. Ehrlich, nur nach deinen Taten beurteilen, denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters wie eine Beefy im Malen. Wärst du so dünn, wie deine Taten schlecht sind, würde Faustgesicht nicht mit Gameboard nicht mal treffen. Und was machst du mit der Kuh? Lässt sie grinsend ermorden für einen Platz auf der For You. Was ich mir gedacht hab, als du viral gingst, wär sein IQ bloß so hoch wie sein Cholesterin. Wir haben's jetzt verstanden, dein Fett ist deine Marke, doch warum muss man zum Bett essen? Wie er sich freut. Ja! Ja, ich bin für die Veganerin. Döner, Dino, okay. Nuggets, und Frikadellen, Eiscreme, Kuchen, Schokolade, vegan zum Überquellen. Und wenn du deinen Bauch wieder mit Nutella bemalst, machst du Witzfigur, kurz Klicks, eine Mutterkuh versklavt. Nimm ab jetzt für Bodypaint vegane Schokocreme, vielleicht komm ich dann vorbei, wenn mich dein Anblick so erregt. Am Ende des Tages nicht vegan sein, echt tragisch. Ich frag mich, was nach dem Tod von Marius noch da ist. Brachtest du mehr Klicks oder Tiere ins Grab? Passt dein dreckiges Gewissen in den XL-Sarg. Okay, also wir haben jetzt hier, Marius, du bist dick und du schlachtest Tiere. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon damit gerechnet irgendwo. Aber war cool, war cool, war cool. Starke erste Runde von der Militanten. Er war richtig überzeugt von dem Nutella, was sie ihm gegeben hat. Er so, ja, actually gut. Veganerin und sie hat einfach, sie war einfach einkaufen und hat dir auf die MC Millie am Mic. Sehr, sehr starke Runde, sehr ja, viele Punchlines. Kommen wir direkt zu der Antwort von Ehrenmann Marius. Mal schauen, was er zu sagen hat. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Woo! Bist du bereit, mein Schatz? Ah, oh, das war jetzt cringe. Die ganze Ruhe. Woo! Schade. Das ist okay. Das ist okay. Let's go. Gib ihm. Gib ihm. Vegan sein macht einen kleinen Arsch. Hier könnt ihr es sehen, Beweisstück A. Und hinten kann man da noch keine sehen. Ihr glaubt mir nicht, Beweisstück B. Schau, wie ich die Schlampe zerlege. Ihre Liebe zu Tieren, sie geht auch andere Wege. Wäre ich jeden Samstag in Krankenhauspflege, Raffaela nach einem Gangbang im Schimpansengehege. Echt ernst, dieser Scheiß. Stress Leute bei McDonald's, Mann, wie ätzend kann man sein? Was willst du machen? Ja, ich esse gerne Fleisch. Und ich bin ein fettes Schwein, also setz dich für mich ein. Immer selbe Leier, du Bitch. Oh, ich sag dir, bis jedes Tier seine Freiheit besitzt. Ich bin Raffaela, die eine Meinung vertritt. Ich hab die Tiere gefragt, voila, die feiern dich nicht. Oh, jetzt sind viele am Lachen. Und während wir rappen, werden die Tiere geschlachtet. Okay, Marius im Moment vorne. Vorne. Junge. Aber ich helfe ihnen, auch wenn man es selten sieht. Oh, meine Bestellung bei KFC. Jetzt kann die Bitch nicht verpissen. Und Faustgills hat dich mit Rosalinde beschmissen. Ich fand, das war zu viel, also echt bei aller Liebe. Nee, Spaß, hier ist ihre restliche Familie. Ist das jetzt eine Beefy Roll gewesen oder was war das? Oder was? Schmissen. Ich fand, das war zu viel, also echt bei aller Liebe. Nicht Spaß, hier ist ihre restliche Familie. Ja, aber das ist halt nicht witzig. Also das ist halt... Also Real Talk, genau wie bei dem Nico Cardo Avocado Video, wo der einfach Bullshit zusammen gemixt hat. Und da war Fleisch auch drin. Es ist schade drum. Es ist schade. Ja, das ist halt auch einfach Verschwendung. Es ist Real Talk schade drum und es ist auch irgendwo... ja, find ich nicht so cool. Starkes! Erste Runde von der Mann. Das ist sehr unangenehm. Du darfst sie haben. Sehr starke ersten beiden Runden. What the fuck geht hier ab? Yo, Tomatentornado, danke für den Raid mit 9 Leuten. Kommen wir direkt zu der Antwort von militanten Veganerin. Bleibt bitte alle hier stehen. Kommen wir direkt zu der Antwort von der militanten Veganerin. Ja, ich weiß, es ist eine Salami, es ist nichts passiert damit und so, du kannst es immer noch essen, aber es ist halt trotzdem, imagine, sie ist halt wirklich Veganerin
weil sie halt für diese Tiere das halt macht und so. Und dann ihr halt so ein Stück Wurst so auf den Boden zu werfen, das ist halt, wisst ihr, das geht auch anders. Let's motherfucking go. Das für heftige... So, Runde 2. Kannst du noch stehen? Geht's noch? Ich weiß nicht, ob das so vegan ist, was ich jetzt mache, weil ich werde dich abschlachten. Okay, Ansage. Fetter Boy, doch fettes Herz, leider Fehlanzeige. Bei dir frage ich mich im Ernst, was mit Ehre gemeint ist. Schlag ich im Wörterbuch das Wort ehrenlos nach, steht fett gedruckt Ehrenmann Marius da. Glaub, du würdest deinen Ärger vielleicht schneller wählen. Würdest du Feigen auch nur einen Tag ihr Schicksal erleben? Doch mit Empathie fängst du gar nichts an. Bestimmt nur, weil man Empathie nicht essen kann. Und zum Essen seid ihr heute alle eingeladen. Ehrenfrau Raffaela kocht jetzt Marius Braten. So wie du halt die Tiere, Junge, Ehrenwort. Nur ich hab dich nicht getötet, es war Ehrenmord. Und deine Hörer reiben mit Gewürzen ein. Aus deinen lockigen Haaren mach ich Curly Fries. Und wenn ich dich verspeis, geh ich auf TikTok live. Mann, der Chat voll perplex, ey, die ist grad ein Schwein. Wie findest du das, wenn wir so den Spieß umdrehen? Oder auch noch deinen Bruder an dem Spieß rumdrehen? Oh bitte, Raffaela, lass ihn frei. Doch du Monster, lässt du auch ihre Familien zerteilen. Ja, für Käse lässt du Babys von der Mutter stehlen. Von wegen Ehrenmann, sie haben wegen die Angst. Sie können ihre Mom nie wiedersehen. So wie du deinen Schwanz. Nur vier Gründe, weshalb ihr von nicht veganer seid. Okay. Das war die Line. Das war die Line. Komm, sind wir uns ehrlich. Ich dachte kurz so, ja, okay, was kommt jetzt? Sie haben wegen die Angst, sie können ihre Mom nie wiedersehen. Ich dachte, da fängt sie an zu weinen. So wie du deinen Schwanz. Nur vier Gründe, weshalb ihr noch nicht veganer seid. Geschmack, Tradition, Gewohnung, Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe. Oder das muss das Thumbnail werden. Das da, einfach eher. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe. Mach es euch nochmal machen. Ui, verrappt. Oh, komm, das war witzig. Stark. Ja, Leute, wir sind hier ein bisschen zu viel ausgerastet wegen der Punchline von der militanten Veganerin, aber ich glaube, sie hat noch ein paar Bars. Geile Lunchpein auf jeden Fall. Ja, die muss einfach stoppen mit dem Rappen, weil wir uns einfach gegenseitig, keine Ahnung, geschubst haben und geschlagen haben, weil es so eine geile Line war. Die Energie ist einfach live viel krasser als jetzt, wenn ihr über den Bildschirm guckt. Deswegen, du machst jetzt einfach weiter. Ich hoffe, im selben Niveau. Okay. Letzten paar Lines noch raus. Was sind das überhaupt für Leute? Ist das jetzt seine Gang so? Nur vier Gründe, weshalb ihr noch nicht Veganer seid. Geschmack, Tradition, Gewohnung und Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe machen diese Gründe Sklaverei und Mord nicht ehrenhafter. Also zeig uns heute, was ein echter Ehrenmann ist. Veganer Marius, der für Gerechtigkeit frisst. Dein veganer Schokolade, adipös und trotzdem ethisch. Bist ein King auf Tierbefreiung und auf Diabetes. Fürcht dich hol ohnehin sehr bald ein Herzinfarkt. Doch hat dein Herz bis dahin je für ein Tier geschlagen. Nur ein Ehrenloser reißt ins Grab die Tiere mit. Also wunder dich nicht, wenn Rosie auf dein Grab pisst. Shoutout Rosalinde. Irgendwelche NPCs. Starke! Zweite Runde von der militanten Veganerin, macht mal her! Alter, was sehen wir hier für ein Battle? Oh mein Gott. Und wir haben noch eine letzte Runde von Ehrenmann Marius. Seine Antwort. Let's motherfucking go. Ich glaube, er geht erstmal pissen oder was? Er muss einen Snickers essen. Ehrenmann Marius, deine zweite Runde. Let's get it. Hat jetzt einfach einen Snickers gesehen? Der Typ im grünen Hoodie vor allem, das denke ich mir auch, der ist halt richtig, der fiebert richtig mit. Der weiß gefühlt nicht mal, wer die Leute sind. Nichts gegen ihn oder so, nur er steht halt daneben und so, ja, cool. Runde. Ach, ich bin gespannt. Ist ein Snickers, Digga. Jetzt wird dieses Slut gefickt. Hier, das erste Mal, dass du deinen Hack abkriegst. Du siehst so schlimm aus, ich muss dauernd wirken. Ich bin mir sicher, dass bei dir nicht mal die Jungfrau würde. Dein Sexleben kann man wie deine Ernährung sehen. Denn du hast höchstens mal eine Gurke drin. Ich bin mir sicher, ich hab mehr Sex als du. Keiner will dich melden.
Balken, setz dich mal für dich ein, du Kuh. Sorry für den Reim mit Kuh, aber ich bin ja auch kein Rapper, ich bin nur ein fetter TikToker, ne? Aber Bruder, du gehst extra trainieren und fickst dann sowas? Ist dein Ernst, Bruder? Krank. Oh mein Gott, du, das ist ihr Freund? Bruder, wie kannst du sowas zu ihrem Freund sagen? Das war ja nicht mal in einem Rap drin, das war einfach so. Das war einfach so. Ui. Ui. Marius. Süßes Pärchen, da haben sich zwei gefunden, die Milli, Tante Kaspar, der Milli, Tante Bastard, kurze Haare, Babyface und keinen eigenen Stil. Darauf steht dein Freund, ich glaube, er ist pädophil. Machst du's für die Tiere oder machst du's für die Presse? Schlachthaus, du Tiermörder, halt endlich mal die Fresse. Du denkst, ich werd vegan, wenn du in Videos so redest. Doch ich geh dank den Videos noch viel öfter zu Meckes. So, da war viel. Danke, zweite Runde, viel Mann. Unter der Gürtellinie. Jetzt hab ich verkackt. Aber was der auch für eine starke Energy zweite Runde bringt. Von Erelma, Marius, macht doch mal Lärm! Der, der hier am heftigsten gedisst wurde, war einfach ihr Freund. So, yo, du hast ein Babyface und du bist wahrscheinlich pädophil. Alles klar, Bruder. Ja, ich wollte auch irgendwas jetzt sagen bezüglich des... Ja, ich gebe einen Daumen nach hoch. Nach hoch vor allem, ne? Auf Bladi angelehnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, yo, die beiden, militante Veganerin, Erem Marius, ich bin absolut kein Fan von ihnen, aber es ist trotzdem witzig, wenn solche Leute gegeneinander in einem Rap-Battle antreten. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist einfach gutes Entertainment. Und da muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen,